Rasender Zorn. Ja, die Frage ist, ist das genauso ätzend wie das Mifa-Level oder nicht? Lauernder Schrecken. Weißt du was? Ich könnte es ja mal versuchen. Mal wieder. Vielleicht ist sie jetzt besser geworden. Ich glaube nicht, aber ich hätte vielleicht vorher nochmal ihre Waffen aufpowern sollen. Na, wenn das jetzt nichts wird, dann kann ich nochmal ihre Waffen aufpowern. Ich glaube zwar nicht, dass das großartig einen Unterschied machen wird, aber probieren geht über studieren, sagt man ja immer so gerne, ne? Es lädt immer, immer weiter. Schon wieder eine Rechnung von Panini bekommen. Ich müsste mal wieder 2 Jahre an Spider-Man-Comics nachlesen. Ich stapel die irgendwie immer über mehrere Jahre und dann lese ich die an einem Rutsch, so 20 Hefte an einem Nachmittag. Es ist faszinierend. Ja, finde ich auch, Mifa, finde ich auch. Von 10, aber wir wissen ja, es werden mehr. Es bleibt ja nicht nur bei 10. Leider. 10 wäre noch machbar in 10 Minuten. Habe ich das nicht gerade eigentlich? Okay, wir haben keine Heil-Items, das ist natürlich ein bisschen dezent dumm. Andererseits, wir kämpfen gerade mit Mifa. Er braucht Heil-Items. Was ich eigentlich brauche, ist ein A. Damit kann ich Mifa wieder aufladen. Shit, 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 shit. Hätte ich mal das aufgehoben, das wäre dann besser gewesen eben. Oh oh. Leider nicht so, als könnte Mifa das kontern. Genau, jetzt macht sie wieder es wieder sein. Okay, kann
nicht mal jemand in die Richtung eines Wächters schicken? Das ist eine gute Richtung. Die nehme ich. Ist es wieder ein Blitzwächter? Nein, es ist ein Eiswächter. Das kann ich machen. Okay. Sehr gut. Dafür habe ich was. Feuer. Ich habe trotzdem meine Zweifel, dass das rechtzeitig funktionieren wird. Wo ist denn der Nanowächter? Da ist der Nanowächter, okay. Ist ja noch ein Nanowächter. Jetzt wollen sie es aber wissen. Würdest du dich bitte von mir fortbewegen? Du kleines, dummes Mistviech. So, der nächste ist schon im Anmarsch, aber ich renne schon mal weiter. Soll er mir doch hinterherkommen, der Penner? Mir wäre das lieber, wenn ich ihn neben den anderen Wächter gleichzeitig besiege. Verstehst du? Das ist gerade so mein Ziel. Okay, Hälfte der Wächter, aber noch nicht ganz Hälfte, naja, also fast die Hälfte der Zeit. Und fast die Hälfte der Wächter. Formulieren wir es so. Okay, ich nehme den Nano-Wächter am besten gleich mit. Boah, ey, ernsthaft, ihr Mistviecher? Ich fühle mich gerade so gut, als ich an euch vorbei, also als ich an einem Wächter vorbei bin. Das war cool. Und gleich so war es hier. So, Zeit ist zur Hälfte abgelaufen, aber ist egal. Also, sind die Wächter da? Die kommen wir doch hinterher, oder? Langsam, aber stetig, okay. Okay, könnt ihr euch weiter mal beide... Ah, okay, ihr seid so eine Wächter. Also habe ich beide. Ich habe beide erwischt. Okay, gut. Gut. Noch mehr Nanowächter wurden auf dem Schlachtfeld entdeckt. Ja, die können die sich mal bitte zu mir bewegen? Was soll denn das hier? Das ist aber günstig. Ihr kommt alle auf einmal. Das ist toll. Genauso wollte ich das. Genauso wollte ich das. Alle von euch gegen alle von mir. Jetzt bereue ich gerade ein bisschen, dass ich die zwei da auf dem Feld gelassen habe, weil es sieht so aus, als müsste ich gleich zurückgehen, die Viecher holen. So, was bist du? Bist du ein Zornwächter? Du bist bestimmt ein Zornwächter. Natürlich bist du ein Zornwächter.
Alles andere wäre einfach gewesen. Ich muss es tun. Okay, einer der Wächter bewegt sich. Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Funktioniert besser, wenn das Ding im Wasser ist. Ich verstehe. Mifa, Mifa, Mifa. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja, explodiert bitte alle woanders. Ich habe 1 Minute 15 Sekunden, zu diesem letzten Nanowächter zu kommen. Damit dieses verdammte Level hier endlich beendet ist. Los, Mifa, ich glaube an dich. Du schaffst es. Juhu, mach sie fertig, Süße. Hier lang? Hier lang. Ein kleiner Nanowächter wartet da hinten. Ich werde ihn gleich mal umhauen, dann wird er sich nicht finden. Bist du irgendwie bekloppt oder was? Ich weiß gar nicht mehr, was er ist. Ob gefroren oder geblitzt oder ist ja auch egal. Flieht, ihr Narren! Denn der lauernde Schrecken namens Mifa hat euch in die Flucht geschlagen. Wow. Das Ganze für 2 Terrakuteile. Für 2 Terrakuteile. Ich muss Zauberstäbe sammeln. Ganz, ganz viele Zauberstäbe sammeln. Was jetzt, wofür ein Level dazu kommt? Beschützerinstinkt. Noch mehr Mifa. Nur bestimmte Kämpfer, lass mich raten. Nur Mifa? Immerhin keine Zeitbegrenzung. Jedenfalls steht da nichts von einer. Ja, ein Zornhinox, der Rest sollte machbar sein. Sie brauchen nur ein paar Level, um größer zu werden. Das sieht nett aus. Das ist machbar. Denke ich. Vielleicht. Wir haben jetzt 34 Terrakoteile. haben wir noch irgendwas außer Terrako, was irgendwie mal gemacht werden müsste noch? Nee, ne? Die Verdienste, das ist so... Ey, wir haben schon eins von den Dingern abgeschlossen. Das ist ein bisschen surreal, dass mal was zum Ende gekommen ist. Ja, genau, das kacke Kügelchen fehlt uns hier noch. Was noch? Ah, natürlich eine Leuenurkunde. Zepter haben wir auch abgeschlossen. Materialien sollte Feuerriel. Schläfrigen Wachen. Titan. Sofortige Abkühlung. Das sollte ich mal langsam machen, ne? Wir wollen Terrako zurück. So, das ist abgeschlossen. König war was? König Roam. Kommt auf die Liste, was braucht er? 2 Hinox.
Oh, hast du mich schon wieder zurückgesetzt? Ja. Koga ist voll, Riju ist voll, Deba ist voll, Yunobu ist voll, Sidon ist voll, Maronos ist voll, Lobosa ist voll, Revali ist voll, Darok ist voll, Mifa ist voll, Zelda ist voll, Link... Link ist auch schon... Nee, Link ist noch nicht voll. Klatschika! Ja, wo soll ich denn bitte die ganzen Dimensionssteine herkriegen? Kannst du mir das mal verraten? So, jetzt habe ich alles markiert, was noch offen ist. So viel ist gar nicht mehr offen. Wenn ich es markieren kann, sind immer noch 8 übrig. Ja, noch 2. Also ich habe jetzt 8 Missionen markiert. Will ich damit sagen. So, da fehlen uns also noch 2 Steine. Ich gehe das mal kurz durchrechnen, ja. 2. Sechs. Uns fehlen 6 so eine Steinchen gerade, um alles zu bewerkstelligen. Wobei das mit den schläfrigen Wachen wahrscheinlich sinnvoller wäre. Als Link. Hinox fehlen uns eine ganze Menge, mindestens 4. Was bietest du mir denn an? Du bietest mir um Haaresbreite schwer an. Das Ganze vergessen. Das mache ich jetzt nicht. Davor habe ich viel zu viel Schiss. So, das hier. Ach, Kogas heldenhafter Kampf. Ich weiß nicht. Wenn ich Impa auf, sagen wir mal, 65 hochpusche, könnte ich Koga eventuell mit durchs Level ziehen. Das ist ein großes Wenn. Vorboten der Verheerung ist sowieso so ein Ding, vor dem ich gerne schreiend davonrenne. Weißt du, die Pilze. Auf die Pilze würde ich mich gerne mal konzentrieren, aber man kann das nicht direkt raussuchen, leider. Ja, der Kackehaufen ist halt so eine Sache. Den Kackehaufen, den kriege ich nur in dem einen Level da. Dem hier, glaube ich. Von daher ist da so ein permanenter Interessenkonflikt. Ich komme! Ich will gar nicht wissen, dass du kommst. Ich sammle nur kurz ein paar Feuersteine ein. Also Feuerstehe, ihr wisst, was ich meine, ne? Und nebenbei brauche ich ein paar Äpfel. Ich glaube, die kriege ich da auch her. Wenn nicht, dann vom Gasthausbesitzer. Das ist dann das nächste Level, was ich angehe. Das sind aber die 2, die kann man ganz schnell farmen und kriegt dann halt ein bisschen Kohle und halt die Dinger, die man braucht. Halt hier Feuerstäbe und beim anderen Eis- und Blitzstäbe und eventuell einen Apfel, wenn man Glück hat. Wenn man ganz viel Glück hat, zündet einen das Feuerviech sogar an und man hat geflammierte Äpfel, die besser sind. Aber wenn man Mifa ist, dann braucht man nur ein A einsetzen, dann wird man auch ein bisschen geheilt. Habt ihr ja gerade gesehen, Mifa hatte ja auch nicht wirklich mehr Äpfel. Also wir haben keine mehr. Wir haben einfach nichts mehr. Ich bin am Ende. Ich war so gut wieder voll und dann kam dieser eine Kampf, ne? Der stärkste Krieger Hyrule, oder wie das hieß. Da war Ende. Naja, Batterieleistung ist eine Lüge. Da gucken keine Blitzstäbe, kein gar nichts mehr. Los geht's. Level bekommen, der knillt. Geil. Das wollte ich mir eigentlich für was anderes aufheben. Für was? Habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, genau. Für um Haaresbreite schwer wollte ich mir das aufheben. Weil hier bringt mir das nichts. Zugekommen, okay. Dann muss ich halt das Viech da vorne auseinandernehmen. Das wird mir auch keinen Apfel bringen, aber zumindest die Feuerstäbe, die mir fehlen.
auch nicht alle, aber drei. Ich glaube, mittlerweile können wir 6 Stäbe nutzen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ist immer eine persönliche Bestzeit. Bei der Bitte des Gasthausbesitzers gibt es übrigens auch einen Krug. Der ist, glaube ich, war der ganz hinten? Ich glaube ja. Ist ein eigenartiges Level. Überall liegt Essen rum. Da ist ja die Bitte des Gasthausbesitzers. Eine Menge zurück, man kann ein paar Blitz... Moblins, wir kriegen Moblins. Moblins brauchen wir ja auch wieder einen ganzen Eimer voll. Mindestens 35. 35. Da könnte man aber auch um Haaresbreite leicht machen. Da kriegt man auch in einer Minute einen Moblin in etwa. Und eine Menge Kohle. Also wenn ich Geld brauche, werde ich wahrscheinlich das farmen und dann mal sehen, was dabei rumkommt. Ist alles nicht einfach. Das Ding ist eigentlich, habe ich überhaupt keinen Bock, außerhalb des Let's Plays zu fahren. Weil im Prinzip habe ich das jetzt 2 Wochen lang gemacht. Habt ihr gesehen, was ich alles am Anfang machen konnte, ne? Also am Anfang der Aufnahme ist jetzt schon ein paar Folgen her, wo ich eine halbe Stunde erstmal irgendwelches Zeug aktiviert habe, weil ich die Ressourcen dafür auf Kante liegen hatte. Der Krug müsste übrigens direkt in die andere Richtung sein, irgendwo hier hinten. Hey, ein Apfel. Wo war denn der? Irgendwo war der. Ich weiß, es ist sehr aussagekräftig. Irgendwo war ein Krug. Aber irgendwo war einer. So, jetzt aber Angriff. Die einfach da und kratzen sich am Hintern, die Viecher. Vorratskisten erwischt, ich glaube ja. Und Elektrostäbe. Okay, wir können 5 Stäbe im Moment. Nutzen. So, wir kommen bei dem Teil, wo ich für gewöhnlich Schaden nehme, aber immerhin gibt es 2 Moblins zum Frühstück. Das hat beim letzten Mal noch nicht so gut geklappt. Yay, Äpfel, Äpfel, Äpfel. Viele Äpfel. Auch mein Eis ist voll. Naja, fast. Noch ist Platz. So, jetzt habe ich Schaden genommen, weil die Penner hier immer noch stehen und ich ihnen einfach nicht ausweichen kann. Vielleicht mal blocken können. Ist ja auch egal.
Normalerweise bin ich so höflich und lasse ihn noch seinen komischen Blödsinn da abziehen, aber muss ja nicht sein. Die normalen Blitzis hier auch noch was übrig lassen? Nee, ne? Das berät mir leider nicht die Äpfel. So viele Feuerdinger. Also eigentlich hätte ich hier gar nichts im anderen Level holen müssen. Das kriege ich alles hier. Wenn ihr mal Zeug braucht, bitte das Gasthaus besitzen. Das ist relativ schnell, relativ einfach. Relativ wenig Probleme. Man muss halt nur darauf achten, dass man auch die Kisten abräumt und sich nicht nur mit den Gegnern beschäftigt. Zu der Grund, warum ich gerade den Leuten nicht angreife, sondern nicht verprügeln lasse. Ich drehe mich ein paar Mal im Kreis, um zu gucken, ob ich auch alles erwischt habe. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Ist in der Nähe von. Ha, es hat geklappt. Ich war so sauer, dass er meine Äpfel gebraten hat. So, habe ich Kisten vergessen? Nee. Das war's. Und der Vorrat ist fast komplett aufgefüllt. Haha. Ich muss unbedingt mal wieder bei Link ein paar Waffen fusionieren. Wobei das immer so viel Kohle kostet. Das ist... So Monsterteile plus 5 braucht kein Schwein, Link. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Alter, haben die hier irgendwas drauf? Monsterteile plus 9 ist der gleiche Blödsinn-Effekt durch Blitz. Behalten wir mal noch. War nicht schon irgendwo mal Effekt durch Blitz? Hier war so, als ob... Durch Eis. Okay, offenbar hatten wir das noch nicht. Aber hey, guck mal, zwei Moblin-Urkunden. Was? Nur zwei? Warum nur zwei? Haben wir nur zwei? Ja, waren nur zwei. Okay, es ergibt Sinn, dass nur zwei sind. Oh, roll the rock and bog the bog down in the valley, oh. Irgendwie erwarte ich immer, dass mir was angezeigt wird. Was wird nichts angezeigt? Aus Gründen. Dieses eine verdammte Scheißhäufchen. Diese paar Schwänze. Dieser Krieger. Beruhigende Musik. Irgendwas Cooles. Also ich weiß ganz genau, was ich haben will. Ich weiß noch nicht, ob ich es finde. Ich konnte im Stream nicht genau drauf hören. Ich meine, was willst du denn mehr?
ist die Verheiratung beider Themes. Ich dachte, ich spinne, als ich das gehört habe unterwegs. Ich überlege halt, ob es noch eine andere Version davon gibt. Also wäre aufgefallen mir hier drin, oder? Nee, wirkt gerade nicht so. Egal!